Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, das Auto ist in Top-Kondition. Damit können wir gleich loslegen. Aber, wir müssen noch was erforschen. Wir haben endlich dieses komische Wrack gefunden und jetzt können wir Batterietechnologie hoffentlich erweitern. Ja, das klappt schon mal. Ein Blitzableiter. Oh, der gibt sogar Ladung dazu. Sah gerade so aus zumindest. Schauen wir mal. Weiter mit Batterieforschung. Und was ist das? Seitlicher Benzinkanister. Nö, danke. Dann haben wir Hydrogengenerator. Oh, plus 0,135 Kilowatt pro Sekunde. Her damit. Ich finde es immer gut, wenn sich was automatisch auflädt. Hätte ich mir vielleicht durchlesen sollen, wann er sich automatisch auflädt. Aber ich nehme einfach mal an, das ist konstant. Mini-Turbine. Nehmen wir auf jeden Fall. Windenergie ist klasse. Das brauchen wir auf jeden Fall. Verzeihung. So, was haben wir denn noch? Oh je, hier brauchen wir ja die Thermosaftkristalle noch für. Hier brauchen wir Magneten. Hier brauchen wir sonst für Mist. Auch Thermokristalle noch weiter. Seitliche Batterie, Bleisäurebatterie. Ach was. Erforsch mal das dann. Ist der nächste Forschungszweig wenigstens hier auch mal aufgedeckt. Wir haben zwar aktuell eine seitliche dran, aber die haben wir ja gefunden, glücklicherweise. So, Bleisäure, die kann unmöglich sicher sein. Schau sie dir doch an. Sie ist viel zu groß und viel zu rostig. Sie passt weder unter die Motorhaube noch unter einen Sitz. Wer auch immer sie gebaut hat, muss wahnsinnig sein. Schalte ein Sitzgestell frei. Das können wir aber machen. Hier, Sitzgestell bestätigen. Ich glaube, das müssen wir dann auch direkt reinflanschen. Schade, dass die Kiste da immer im Weg rumfleucht. So, kann man das auch... Ne, Beifahrersitz ist gesperrt. So. Ja. Sieht zwar aktuell nicht so gestellig aus, aber trotzdem. Batterie. Solarzellenplatte. So viel Solar war nicht in den Zonen vorhanden, aber nehme ich natürlich auch gerne. Mach mal aber erstmal die Bleisäurebatterie. Nein, bleib hier, du Schlingel. Nicht abhauen. So, was haben wir denn noch? Irgendwelche Werkzeuge. Natürlich wäre der Hammer. Na gut, mach mal den Magnethammer. So langsam läuft das mit der Energie. Hui. Ich weiß nicht, ob wir den craften können bis jetzt. Ich glaube nicht. Reparaturmaschine. Oh. Da braucht man ja nicht mehr viel. Na gut. Was haben wir dann noch? Benzin, ja, ist gerade nicht so wichtig. Ich finde Solarzellen wichtiger. Mal sehen, wo die hinkommen. Alles ist gut, dann können wir unser Auto wirklich mal mit Flutlichtern ausrüsten. Ich freue mich drauf. Und hier haben wir noch Hochleistungsbatterie. Braucht labile Energie. Hammer. Hammer genügend vorhanden. Mensch. Gerade gegessen, dann bin ich immer ein bisschen verschleimt. So, jetzt können wir aber nichts mehr machen. So ein Pech, so die Kiste. Ja. Kommt halt immer aus diesem Teil da raus, wenn man den Sauger bedient. Kann man nichts gegen machen. Und ich habe eine Macke am Auto entdeckt. Guck mal, wenn ich hier dieses Ding öffne, öffnet sich die Tür. Also Kofferraum auf, Tür auf. Das soll so nicht sein. Schließt sich zwar nach einer Zeit wieder. Ja, ihr erkennt das Problem. So. Wir sind ausgerüstet. Diesmal besser. Ich habe hier einen Benzinkanister. Ich habe hier einen Benzinkanister. Und ich habe seitlich in der Tasche einen Benzinkanister, nachdem das letzte Mal ein bisschen zu knapp wurde. So, jetzt braucht man seitliches Gestell nochmal. Achso, nee. Oder? Nee, muss ich ja erst freischalten, glaube ich. Beziehungsweise, nee, das ist Stauraum, den hänge ich dran. So. Shit, das hätte man natürlich noch machen sollen, dass wir an die Seite noch was dran dübeln können. Nee, können wir gerade nicht. Seitliches Gestell. Aber wir können... Ja, braucht stabile Energie. Das war ein bisschen doof. Ja, wir können das Lager hier wegnehmen. Da ist... Wir haben eh genug Lagerfläche. Das kommt dann auch kurz in den Spind. Der spinnt wohl hier, ich. Ich bin der, der spinnt. So, dann Batterie bitte. Oder Blitzableiter, der kommt bestimmt auch an seitliches Gestell. So, das würde ich als erstes gern probieren. Ja, hier sieht man, dass die an die Gestelle kommen. Und Hochleistungsbatterie
Können wir tatsächlich auf den Sitz tun. So hochleistungsfähig sieht das gar nicht aus, aber ich lasse mich gern positiv überraschen. So, und jetzt braucht man natürlich den Blitzableiter oder Nein! Nein! Wie kann denn Kupferdraht ausgehen? Hydrogen. Mit diesem Gerät wird nicht einfach nur Energie aus Regentropfen gewonnen, sondern auch aus den Säuren und Schwermetallen, die mitunter im Regenwasser des Sperrs. Super. Solarzellen. Ja, das geht noch. Ich wollte aber den Blitzableiter. Shit, wie kann denn Kupferdraht ausgehen? Ich zerleg doch alles. Also Solarzelle. Regnet's heute mehr oder schenkt mir die Sonne? Ist egal, wir nehmen die Solarplatte. Hoffentlich wird die nicht gemopst. Ja, gut, dann sind wir meiner Meinung nach, sobald wir die Route ausgewählt sind, auch bereit. Gut. Ah, die Macke vielleicht noch. Hier, was muss ich auswählen? Nicht Schalthebel, Radio, Lenkrad? Nee. Kofferraum wird geöffnet. Tür, was ist, das muss Tür hinten rechts sein. Öffnet sich. Und ja, perfekt. Das habe ich ja zum ersten Mal richtig gut analysiert. Ein Mechaniker-Kit. Können wir das noch machen? Müsste eigentlich. Das sind ja Billo-Pimpf-Ressourcen hier. Mechaniker-Kit. So. Lösungen. Kofferraum wird geöffnet. Ja. Ist das nicht schön? Und schau, wieder dieser Drogentrip. Sehr gut. Ja, ich weiß, wir haben es behoben. Und schaut euch die Früchte unserer Arbeit an. Na? Na? Passiert nichts. So soll das sein. Gut, Route festlegen und raus hier. Auf zum Missionsziel. Sieht ja scheiße aus hier. So gefährlich drumherum. Und ich will doch nicht über den Sumpf fahren. Wieso gibt's so viel Sumpf? Okay, wir müssen aber hier wahrscheinlich zu G9, C4 und dann hoch. Geh mal halt wieder in den Sumpf und ich dachte, die Solarzelle bringt heute was. Naja, für den Anfang vielleicht. So, ach, richtig rum. Eher starten, dann Gang einlegen, dann fahren und dann hupen. Wo war die Hupe? Hab's vergessen. Wieso habe ich vergessen, wo die Hupe ist? Bestimmt, weil keine anderen Verkehrsteilnehmer hier sind, die man anhupen muss. Und irgendwann hätte ich tatsächlich mal gern einen besseren Motor hier drin. Ich hoffe überhaupt, dass der Motor, der drin ist, noch ein bisschen aushält. Ah, das wird das schon. Können natürlich auch... Nee, lass uns die Energie sammeln in E7 und G9. Glaub, das wäre ganz praktisch. Dass man wieder am Anfang uns vollsaugen mit Energie, dass wir möglichst unkompliziert zurück könnten, falls wir das denn wollen. Ja, da sind wieder so Radiostationen, interessieren mich nicht. Wir fahren direkt zum Wegpunkt. Es sei denn, wir sehen was richtig, richtig Interessantes. Dann halt mal kurz an und looten's, aber ansonsten... Nein, ich dachte, ich hätte es getroffen. Naja, bei der Kurve ist vielleicht ganz gut, dass ich das nicht habe. Oh, das sieht wieder wertvoller aus, das Auto. Braucht man aber nicht unbedingt. Wir haben ja noch einen Ressourcenscanner, können wir gerne hier auch mal einsetzen. Benzin, was haben wir denn noch? Hauptsächlich Benzinfässer. Kein Wunder ist die Zone hier so verseucht. So einfach geradeaus. Hui! Braucht doch gar keinen besseren Motor, das funktioniert. So, da haben wir den nächsten. Wir müssen weiter geradeaus, das passt. Den müssen wir nur richtig rum erwischen. Hui! Hui! Hat mich ein bisschen aufgehalten. Mehr als ich gedacht habe. Das ist ja klasse, dass da noch so ein Ding liegt. Man macht Spaß. Wenn man nicht beinahe auf den Felsen gefahren wäre. Ganz schön schwierig dabei die Kontrolle zu halten. Ach, da auf dem Truck ist auch noch einer drauf. Interessant. So. Dann haben wir hier rechts irgendwas. Wieder ein Audiotape. Interessiert mich eigentlich nicht. Ein Führer über uns. Na, hat uns aber noch nicht entdeckt. Gut, dann auf Richtung Wegpunkt. Diesmal nicht unbedingt überklippen, das ist letztes Mal so furchtbar schief gegangen. Mehrmals, ich hab's einfach nicht gelernt.
Und da dachte ich mir, heute mache ich alles besser. Ja. Heute mache ich alles besser. Wollen wir das looten? Ja, ein bisschen Metall schadet halt auch nicht am Anfang. Ausrüsten. Ich finde es immer praktisch, dass ich nur C drauf drücken muss, nachdem ich drauf gehovert habe. So, Stahl. Habe ich überhaupt einen Staubsauger nachgemacht? Das wäre jetzt richtig bitter, wenn nicht. Ich denke mal, ich habe einen. Oder auch nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Wird ja auch gut angezeigt, hier der ganze Krempel. Weil ich die Einstellung in den Optionen angemacht habe. Deutlich entspannter jetzt. Zumindest der Part. Und Gummientchen und Fackelchen. Staubsauger ist natürlich nicht dabei. Kann ich den machen? Wenn ja, nee, da fehlen wahrscheinlich Gaskartuschen. Ups. Ups, irgendwas ist doch immer. Weiter im Text. Wir sind ja heute nicht zum Saugen hier, sondern zum irgendwas machen, was nicht saugen ist. So, da unten ist gleich die Sphäre. Kommen gleich sogar dran vorbei, das ist ja praktisch. Die müssen wir mopsen, brauchen ganz schön Energie wieder. Nein, das ist doch wieder... so ein Wackelfrack-Ding. Nee? Diesmal ist es nur ein Haufen Schrott. Scheiße. Seit wann sind die Leitplanken hier so gefährlich in dem Spiel? Ja, da muss ich runter. Nee, da hinten ist es. Hä, wo ist denn mein Wegpunkt schon wieder? Wo zeigt der drauf? Ziemlich ungenau zur Zeit. So, Hammer, Hammer. Da haben wir sogar Ersatz. Ja, ich weiß nicht. Ich bilde gerade wunderbare Sätze. Und... volle Möhre. Gut. Einmal ausgeschalten. Glasscherben sind natürlich auch wertvoll wie Bolle. Stahltür, Stahltür. Hä? Das ist ein Lockvogel. Finde ich aber nicht nett. Und dann klaue ich nur das Ding und hau ab. So sieht's aus. So wichtig sind mir die Ressourcen da nicht. Ah, die Energie gehört mir. Haha. Nein, lass mich in Ruhe. Es hört sich schon wieder so unfreundlich an hinter mir. Ja, Entführer ist aufgetaucht, aber da war ich wohl zu flink. Oh, da ist noch einer. Soll vielleicht das Maul nicht so weit aufreißen. Ja, weiter geht's im Text. Ich muss noch meinen Wegpunkt neu ordnen, aber das macht man, wenn wir hier ein bisschen Land gewonnen haben. Ich glaube, das passt tatsächlich. Da wäre noch Plasma, wäre irgendwann wahrscheinlich ganz praktisch. Da wollen wir hin. Nur die Kugelwolke braucht man gerade nicht. Und Plasma, finde ich, haben wir auch genug gesammelt erstmal. So, Ressourcen. Benzin, Benzin, Benzin. Okay. Und Autowracks. Natürlich sieht man hier dann auch Trucks. Waren die schon immer da? Habe ich gerade nicht gesehen. Ja. Ah, die Autowracks, die hier sind, die interessieren mich aktuell zumindest nicht. Zumindest wüsste ich nicht, warum sie das sollten. Oh, wir kommen direkt am nächsten vorbei. Das ist nur so Pimpf-Energie hier mit einem irre kleinen Radius. Naja. Besser haben als nicht haben. Ich glaube, das werde ich gleich eh bereuen, wegen so wenig Energie hier Anomalien rauf zu beschwören. Naja, geht eigentlich. Ich wünsche trotzdem mir noch so eine automatische Türschließanlage. Die neuen Autos haben das. Oh, ich habe die Straße vermasselt. Ja, da wollte ich gar nicht lang. Egal, wir nehmen die nächste rechts, dann kommen wir auch an. Ja, ich weiß, dass meine Türen auf sind. Hier ist ein Tunnel, ein grünes Auto. Ach, jetzt haben wir völlig vergessen, das Auto zu lackieren. Wir haben doch so schön schwarzen Lack. Müssen wir nicht hier in der gelben SpongeBob-Kiste rumfahren.
Obwohl sie auch nicht schlecht aussieht. Sturm voraus. Und ihm muss die nächste nach rechts. Hui, Entführer kann mir gar nichts. Ja, da bin ich einfach zu schnell. Ja, so viel zu schnell. Nicht rückwärts. Einer zieht hinten, einer zieht vorne. Jungs, entscheidet euch. Na schade, da wollte ich noch durch. Ja. Wie viel Hindernisse willst du mir noch in den Weg schmeißen, du elende Zone hier? Ja, wir sind auch gerade mitten im schlimmen Anomaliegebiet. Ist ganz interessant. Wir können ja ausweichen. Wo ist das Problem? Wir können ja ausweichen. Mensch, das hätte ich aber gerne erwischt jetzt. Vielleicht auch nicht. Knapper als mir lieb ist. So. Im Epizentrum sind wir. Ist das nicht schön? Links und rechts explodiert und kommt aus dem Boden. Ah, kann mir nichts Schöneres vorstellen. Er ist so schön entspannt. Ein Glück haben wir das nicht auf unseren Straßen. Das wäre ein Chaos. Mehr als es jetzt schon ist. So. High Speed. Hui. Au. 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 Okay. Ja, danke. Danke. Ich wollte auf... Ja, ich... Genau auf den Baum wollte ich. Danke. Dankeschön. Das reicht jetzt. Sehr schön. Ich mag diese Viecher inzwischen. Haben wir uns gut mit ihnen verständigt. Nein, nicht in die Luft. Rum hier und scheiße, mein Reifen hat gelitten. Unter mir mal wieder. Weil ich so fett bin, das merke ich auch an meinem eigenen Auto. Der Luftdruck vorne links ist immer am geringsten. Das nehme ich teilweise als Beleidigung von meinem Auto entgegen. Teilweise kann es ja nichts dafür. Ich sollte einfach weniger essen. Ein bisschen weniger Depression würde auch nicht schaden. Aber vielleicht ist das nur eine gute Ausrede, um weiter zu essen. Wer weiß das schon? So. Wir schauen mal, dass wir schnell vorwärts kommen. Und dann können wir uns entscheiden zwischen Sumpfbiom und Sumpfbiom. Das ist doch wieder klasse. Kriegt man nicht mal diese Thermosaftkristalle. Energie sieht okayisch aus. Ich würde sagen, wir nehmen die da mit und dann gehen wir raus. Ja, Reifen reparieren wir irgendwann anders. So. Irgendwas, was hier mein Auto kostenlos reparieren will, sieht nicht danach aus. Ja, schau wieder diese Dummies. Diesmal wieder im Schockzustand. Mist, ich hätte ein Hydrogen-Ding bauen sollen. Aus Regen hätte man doch so viel gewonnen. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Hinterher ist man immer schlauer. Was für Ressourcen haben wir hier denn so? Autofrags, 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 Benzin. Auch ganz wichtig. So, dann wieder mal eine meiner berühmten Abkürzungen hier runter. Vielleicht diesmal ohne das Auto zu drehen, aber ich kann nichts versprechen. Guck, da ist schon der Stabilitätskern. Genau deshalb sind wir hier. Und da hinten ist noch ein Audiolog, so wie es aussieht. Naja, wenn wir in der Nähe sind, warum nicht? Warum nicht? Boah. Und... Ich brauche mehr Zeit, das reinzutun. So. Nein! Elektrohäschen, du hast meinen Blitzableiter. Mist, ich hasse diese Dinger. Generell... Au! Nein, mein Auto! Bleib stehen! Das glaubt stehen. Nein. Das fährt munter weiter. 90 Meter ist es jetzt schon entfernt. Wie ist das passiert? Vielleicht liegt es ja jetzt. So. Das kann doch gar nicht sein, dass das... Hier, was bist du denn für ein Scheißhase? Ein Klaumops, Blitzhäschen? Dich hat man noch nicht gescannt, soll das ein Witz sein? Finde ich gar nicht so witzig. So, Auto wahrscheinlich komplett am Arsch. Nee, sieht noch in Ordnung aus. So, ab in die nächste Zone. Da ist zwar noch ein Haufen Energie, aber...
Die Zone ist mir zu unfreundlich. Wir fahren raus. Sein wir sehen Tankcluster, dann tanken wir nochmal. Ah, können wir auch. Ist das ein Tankcluster? Ich habe gesagt, wir tanken. Nee, das ist ein normaler Laster. Den looten wir aber. So. Scheißentführer. Chemikalien, das hat sich aber gelohnt. Das hat sich aber gelohnt. Hat das Häschen mich zu Recht hier hingeführt. Also gar nicht so schlecht, wenn man entführt wird. Macht aber nicht, macht es nicht zu Hause nach. So, Offroad-Reifen, kommt wahrscheinlich Gummi raus. Ja, muss was sehen. Glaubt, es lockt sogar die Entführer hier an, die Fackeln. Naja. Mal will man machen. Die Fackel nicht werfen und nichts sehen geht auch nicht. So. Ja, da ist er schon. Hallo? Ich hatte die Fackeln. Okay, der klingt unfreundlich. Mit dem Kollegen habe ich heute noch ein Hühnchen zu rupfen. Ah, shit, die sind da unterm Auto. Nein! Na gut, darfst du mich ein bisschen ziehen, jetzt sitze ich ja drin. Oder wir fahren einfach. Was hältst du davon? Nicht zufrieden? Schade. So, was ist hier? Natriumlampen. Da sind natürlich Bleiplättchen drin. Die sind irgendwann vielleicht nützlich. Hilft ja generell gegen Strahlung. Schmeckt noch nicht so gut im Trinkwasser und ist hochgradig giftig. Wusstet ihr hoffentlich schon. Seid nicht wie die alten Römer und trinkt es. Achso, hier ist noch der kleine Zwergenradius. Zwergenanker. So. Nein! Wie passiert das immer? Ich weiß gar nicht, warum so ein Blitzstart hinlegt. Zum Glück ist es gegen einen Baum gefahren. Ich hab doch da eigentlich nichts mehr. Hat einfach einen Elektropuls bekommen. Arsch. Das hätte es nicht machen müssen. Ich wünschte, ich könnte die Handbremse verriegeln. Ich kann sie hier nur kurz ziehen, aber dann ist auch schon wieder Sense damit. Finde ich echt ein bisschen schade. Weil nur hier auf Parken stellen, ja, macht es irgendwie nicht richtig für mich. So. Da gehen wir schnell durch. Ich habe keine Ambition, heute im Sumpf arg zu verweilen. Ich will einfach nur weiter Richtung Hauptmission. Bin gespannt, was wir mit diesem Lim-Schild machen müssen, was ich extra, wofür wir ein paar Episoden gebraucht haben. Das ist eigentlich, das liegt auf dem Weg, die nehmen wir mit. Ansonsten was zum Reparieren haben wir hier auch nicht. Die Station zum Reparieren kommen einfach viel zu selten. Na gut. Wir sind unten, das heißt, wir nehmen die erste rechts. So, ich scanne nochmal. Macht ja nichts. Vielleicht finden wir ein paar schöne Sachen vor uns. Boah. Geht ja wieder richtig gut los hier. Hui. Auf die Reifen. Immer auf die Reifen. Ja, beruhigt euch mal. Radius an. Oh, hier ist ein Truck. Der lohnt sich vielleicht noch. Haben wir das eigentlich alles gescannt? Oh, wird schon passen. Wird schon passen. Für Zahnräder nicht schlecht. Können wir alle stapeln. Und weiter geht's. Sagte, weiter geht's. Los jetzt. Lichthammer, das ist wunderbar. Die sind mir noch nie so aufgefallen am Himmel, diese Glühdinger. Aber bestimmt schon öfter der Fall. So, achso, das ist die Brücke. Na, ja, das ist jetzt scheiße. Egal, wir fahren Luftlinie wieder drauf zu. Wird schon irgendwas... Noch ein Truck? Das ist ja klasse heute. Richtiges Truck-Glück. Oh, der sieht aber nicht mehr so Premium aus. Ist egal. Kann man trotzdem... Oh, guck mal, Chemikalien noch und nöcher. Steck ich mir in alle... Ja, wisst ihr. Wisst ihr, was der Reim ist? Gut.
Und Mobsgeschwindigkeit voraus. So. Irgendwann muss ich mein Inventar mal wieder in meinen Kofferraum übergeben. Sonst kann ich nichts Neues mehr looten. Au. So, ich habe mal wieder gescannt. Ja, Sumpfeier. Ganz schön Wackelpudding hier heute. Nein! Scheibenwischer! Das geht doch alles auf den Sprit. Oh, die Zone schließt sich schon. Kann man machen. Ist dann halt Kacke. Ist egal, die Energie schnappen wir uns noch und dann sind wir eh hier kurz vorm orangenen Pfeil. Da kommen wir noch locker raus. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, das lassen wir einfach ein bisschen... Au! Säure brennt. Ich hab doch daneben geparkt. Los jetzt. Los jetzt. Lauf, lauf, lauf. Fahr, fahr, fahr. Bevor man wirklich noch hoch... Ja. Und da nochmal wahrscheinlich... Oh, das war nur ein kleiner süßer Hüpfer. Irgendwie konnte ich gerade nicht mehr lenken. Also nicht nur in der Luft, sondern auch abgesehen davon. Keine Ahnung. Linke Seite ist echt in einem desolaten Zustand. Die mach mal gleich wieder heile. Kurz vor der Überfahrt am besten. Oh oh. Ich hätte auch kurz Luft angehalten. So, da müssen wir gleich weiter. Davor würde ich aber, wie gesagt, glaub mal nachtanken und mal reparieren. Reparaturwerkzeug. Genau, und der Rest kann mal hier rein. Okay, alles voll, alles voll. Ja, ich hab's verstanden. Tür mit Bleischicht. Du solltest doch viel mehr bringen. Brauchen wir den anderen? Shit. Shit. Dann nehmen wir das noch. Macht ja Platz im Inventar. So, gepanzerte Platte streichen wir mal an. Ja, dann geht's ja wieder gut. Die Stoßstange muss repariert werden. Und ich muss verrückt sein, der Reifen auch. Ich bin ein bisschen verrückt, okay. Ja, die Platte hat auch schon bessere Tage gesehen. Wozu haben wir denn das ganze Scheißzeug dabei? So, Zahnräder kommen natürlich auch rein. Gut, gut, gut. Geht besser. Ja. Ich würde sagen, das passt so. Scheinwerfer natürlich auch noch hoch. Wenn die ausfallen mittendrin, können wir keine nachcraften, außer die primitiven. Das wäre richtig bitter. Hallo? Irgendwelche Raben machen da schon wieder Terz. So. Ja, was soll's. Und Kofferraum ist gut. Davon haben wir auch noch eine Menge. Und dann kann's... Achso, ich wollte tanken. Dann nehmen wir doch zuerst den hier. Rinn mit dir. Boah, da war aber jetzt wenig drin. Ich glaube, wir sollten raus aus der Zone. Einen großen Benzinkanister frisst du. Sogar mehr als das. Ui. Dann geht's mal weiter mit uns. Auto ist wieder super. Ah, so muss das. So gefällt mir das. Und Batterie ist auch eigentlich in einem klasse Zustand. So. Wegpunkt. Hinter die nächste Mauer, bitte. Das wird jetzt sehr spannend. Also der innerste Bereich ist der schlimmste. Ich will gar nicht wissen, wie wir da mit den Anomalien zurechtkommen. Ich glaube, im zweiten haben wir ja jetzt schon ordentlich gestruggelt. Es wird spannend. Wenn es denn mal lädt, komm schon mal schneller, sonst muss ich skippen. Ah, ich glaube, das geht noch. Müsst ihr manuell skippen. Ich glaube, so mittendrin ist es für mich auch ein bisschen schwieriger, das zu finden, weil es dafür auch nicht lang genug ist. So, dann wollen wir da mal hinfahren. Wir sind nicht die Ersten, um die alte Mauer zu überqueren, seit die Anomalien eingezogen sind. Aber wir werden sicher sein, dass du die Ersten bist, um zu überleben. Sure things to keep in mind. Ich hoffe. First. To get through the old wall, there are 5 crossing points. You need to induce the electrical grid the entire way by driving the car close enough and fast enough along the conductors. You'll see them as you go. Once you jumpstart the grid, Tobias will route the midzone power your way, but no induction, no power, no power, no crossing. Second, watch your battery gauge. You will live or die by that thing. Got it? Good. Start by connecting the power grid at the first crossing point.
The controls will be up in the observation tower. Klingt nicht gut. Nein! Vielleicht kriegt man da so viel Thermosaftkristalle her. Ich glaub's aber nicht. Auf zum Wegpunkt. Boah, ist das anormal hier. Ich bin nicht überrascht. Ja, ich steig ab und zu aus zum Scan. Das ist eine Ressource. Hab doch keinen Staubsauger. Was ist das hinter mir? Ist egal. Wo kriege ich jetzt auf einmal einen Staubsauger her? Was erwartet ihr denn? Und hier muss ich irgendwo jetzt schnell genug langfahren. Bist du bescheuert? Wie heißt du? Oppi. Oppi war der Name. Einmal reparieren bitte? Nein, dann nicht. Okay. Warum auch? So, erster Weg. Hä? Wegpunkt nicht da. Lege den Schalter in Turm, um Kreislauf 1 einzuschalten. Was für ein Turm? Hä? Was für ein Turm, Mann? Du hattest mir doch einen Wegpunkt gegeben. Vielleicht in dem Turm. Also das ist zumindest das einzige Turmartige. Ja, ja, Ader, Sachs, ich habe auch das Gefühl. Ich glaube, dann steht es hier unter Strom. Das wäre gar nicht so schlicht. Lampe? Lampu? Schalter. Wunderbar. There are old shuttle stops at each crossing point. Use them to recharge your battery and hope they're still in working condition after all these years. Und was wandelst du um? Baumbonbon in roter Ballon. Was ist denn jetzt ein roter Ballon? So. Ja, Batterie, wie gesagt, mit der sieht es eigentlich wunderbar aus. Vielleicht ist das eine rote Ballonressource hier. So, wir laden uns erstmal. Ach, das lädt mich nur, das heilt mich nicht. Oh, vielleicht, weil wir ganz geheilt sind. Da hinten sieht noch sowas komisch aus. Installiere einen funktionstüchtigen Limb-Shield. Aha. Und wo soll ich den bitte hinstecken? Einfach hier anstatt so eine gepanzerte Platte. Nee. Halt mal kurz an. Ich verstehe nicht, wo die hin soll. Anstatt der Stoßstange vielleicht? Ja. Okay, wir hatten doch schon ewig so einen Limpuls im Mitter. Ich glaube, das war fast besser als das so. Die nehmen wir wieder rein als Ersatz. Und die macht man natürlich ran. So ein... ran? Achso. Na nee, gut, ran. Ran an den Feind. Okay, hier ist noch irgendwas super orange in dem Bereich. Weise die Fahrzeug-Limmschild. Okay, müssen wir zuweisen. Auf Leertaste, warum nicht? Limmschild installieren. Gut. Und dann was? Verknüpfe Tor 1a. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll? Ich drück gerade das Limmschild. Alter. Ein Glück haben wir das Limb Shield. Mist. 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 Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht noch die Straße lang fahren.
Ja, sieht gut aus. Hier ist 1B. Tobias, how's the power routing? Well, the neighbors are complaining about the flickering lights, but I told them to light some candles and sit tight. Francis? Levels are good, holding steady. Sehr gut. Da ist der nächste Turm. Ja, der Batterie geht's aber super, würde ich sagen. Circuit complete. Keep it up, driver. Ja, ich dachte, ich muss hier hoch. Ja, liegt was? Nee. Okay. Nehm mal mit und brech mal auf. Einmal einbrechen, bitte. Und hui. So, muss ich hier einen Schalter umlegen. Das ist ein Umwandler Sprengstoff in Elektro... Ich habe keinen Sprengstoff. Wo soll ich Sprengstoff herbekommen jetzt auf einmal? So, schöne Ressourcen. Ich bin in Gefahr anscheinend. Dachte, ich muss hier rein, um was umzulegen. Anscheinend nicht. Kann aber gleich wieder Dosenravioli fressen, so wie meine Gesundheit wieder nach unten geht. Okay, ich dachte, wir müssen hier rum. Anscheinend nicht. Nur geradeaus. Okay, das kriege ich hin. Batterie, der geht's noch wunderbar. Lim Shield ist an. Hoffentlich wissen die, was sie tun. Ich verstehe jetzt, warum wir dieses Lim Shield gebraucht haben. Vielleicht doch ganz sinnvoll. So. Getting some interference, Tobias. The power supply is wavering. I'm working on it. Our local battery farm is putting up a fuss. She hasn't been taxed like this in a while. But I'm easing her into it, don't worry. Na gut, dann mache ich mir mal keine Sorgen. Obwohl ich ja meinen Arsch riskiere. Was esst ihr eigentlich die ganze Zeit? Hier gibt es ja nicht wirklich Tiere. Oder Pilze. Gut, es gibt Pflanzen. Ja, das macht doch auf Dauer nicht satt. Vielleicht essen die ganzen Sumpfkorallen. Wer weiß das schon. Battery Farms 1 through 3 are reporting total power drain. They're spent. How long to recharge? Could take up to a day. No, I got this. Ja, das hoffe ich doch. Komm schon. Ich habe leider keinen Boost. Hätte ich einen besseren Motor gebraucht. Das wäre krass, wäre hier überall dieser Thermosaftkristall hin. Dann hätten wir gar keine Probleme mehr. So. Und noch Tor 3. Ja, ich hoffe, das ist dann das letzte. Oh, shit. Nicht get that power back up. The gate at the final crossing point won't open without it. I'm rerouting power from battery farm 6. Easy. Too much and you'll blow out your control center. Too little and the entire array is going down. We have no choice. Ja, das klingt nicht gut. Egal was ihr macht, kriegt's hin. Ich fahre so schnell ich kann. Und mein Auto ist ein bisschen beleidigt gerade schon. Ja, es geht überraschenderweise noch relativ gut. Aber wir sind echt langsam unterwegs. Ich will den Elektromotor. Da haben wir wenigstens schöne Beschleunigung. Battery Farm 6, Core's overloaded. I'm shutting down. We can't lose the remnant. I won't let it go. Da rennt ja jemand. The radiation's peaking. I've got to repair it. I'll be damned if I'm gonna let this plan fail. We're too close. Your theory, we can still prove it. Stop! It's too dangerous out there. Tobias, please, Tobias, come back. Riskiert da mal jemand seinen Arsch für mich? Das ist ja nett. Glaub. Mir wird's auch nicht gefallen, in der Scheiße allein gelassen zu werden. Scheiße. Francis, I need you back at the control board. Not now, Offie. The minute Tobias reroutes that line, you need to push the connection. Miss it by a split second and we lose the entire power grid. No. Almost ready. Please don't do this. Doch, Francis, mach. It's now or never. Give it to
Tobias! I'm rerouting the grid now. I'll be ready for you. Dankeschön. Warum nicht gleich so? Hört sich ja dramatisch an bei denen. Dabei dachte ich, ich fahre durch die Scheiße hier. Und mein Auto wird gefühlt immer langsamer. Vielleicht ist es eine Macke. Ei, 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 ei. Dafür haben wir eine Stoßstange. Dafür haben wir doch eine Stoßstange. Ja, eigentlich ganz spaßig hier zu fahren. Give us the signal, Tobias. Tobias, stay with us. I got you on me. Friends? Well, what do you know? One time, I find myself out of things to say. Bobby, take care of him for me. Tobias! Nein, der opfert sich. Warum? Ich habe die Straße aus dem Auge. Da ist sie ja. Ist ja schwer zu übersehen, wo der ganze Scheiß drauf ist. Strom. Francis. I love you forever. I love you forever. Okay. Jetzt muss mein Beobachtungsturm. Francis, now. Tobias, 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 answer. Jetzt muss ich doch da rein, oder? Driver, the power's holding steady. You could open that final gate. Ist der Plan? Oh, kann immer noch kein Baumbonbon herstellen, indem ich Sprengstoff rein tue. Ich weiß gar nicht, wo ich Sprengstoff herbekomme. So. Dann wollen wir mal hinter die Mauer. Ich bin froh, dass wir die Batterien abgegradet haben. So viel Power! Fahr mal. Ja, danke schön. Ich glaube, irgendein Reifen hat wieder den Geist aufgegeben. Ich glaube, der linke Vorderreifen. Egal. Wir haben ja noch drei, die annähernd funktionieren. Ah, sind wir schon da? Ja, wunderbar. Energie haben wir auch genug, dann kommen wir ja leicht zurück wieder. Boah. Und hinter die Mauer. Interessant. Interessante Mission. Interessantes Geräusch. Was ist denn jetzt los? Doch, da muss ich hin. Ja, fahren wir mal hin. The entire area got scrambled in instability. I'm afraid, Tobias. I told you. I told you, didn't I? We weren't ready. We should have planned it better. We should have known. We did the best we could. No. Do not give me that. If we had, he'd be here with us. I'm sorry, but we've got to help the driver. Don't you dare. What? Wait, is this how you dealt with Alan's death? You put your head down and let work fill the gaps? Actually, that's precisely what I did. And you'll recall the breakthrough in self-healing materials that I made that year. Man muss sich den negativen Gefühlen aufstellen. I'm sure Alan would have been very proud of you using his death that way. You know what? That whole pep talk I gave you before to convince you to go through with it. That's precisely the same crap Alan would tell me all the time. It's worth the sacrifice. Stay late, don't worry about me. Finish your work, then we can start a family. Always he'd spew that crap. So why'd you say it to me? Because he has to have been right. Because if I let myself think he was wrong, then... Ja, dann was? I can't live with that regret. Ja, das verstehe ich. I did everything for them. This is the last thing I'm holding on to for myself.
Every single day I still think about how if I had left the zone when we had planned. Ich verstehe die Story noch nicht ganz, aber so Autofahren macht Spaß. I hoped that Limtech was done killing alone. I'm sorry about Tobias. Tobias is was all I had. Ja, das ist sehr traurig. Ich muss hier was klicken, oder? I need to sign off for a while. We'll be here when you're ready. Glad you got through, driver. Gern geschehen. Stabilizer and I'll see you back at the garage. Bomben. Ich habe Bomben gefunden. Und die Zone schließt sich. Bin in Gefahr. Weg hier. Oh, ich muss umdrehen. Na gut. Schöner Kreis und Volldampf. Einfach irgendwie. Einfach irgendwie ist doch immer eine gute Antwort. Und diesmal geht's unserem Auto so gut, dass ich da dran vorbeigefahren bin. Ach, bisschen Stoßstangenschwund ist immer. Wir sind schon durch deutlich prekärere Situationen durchgekommen. Da mache ich mir jetzt erstmal keinen Kopf. Oh, da ist noch ein großer Stabilitätskern. Sollte man den mitnehmen? Vielleicht nehmen wir den einfach mit. Was sagt ihr? Bisschen zu greedy jetzt noch. Ist sogar korrupt. Sogar korrupt ist der. Naja, lag auf dem Weg. Würde sagen, das lag auf dem Weg. Da liegt ja noch einer irgendwo, laut Karte. Müssen wir von mir aus jetzt nicht unbedingt. Sehen zumindest auch nicht. Nee, gut. Da war! Scheiße. Den hätten wir doch noch bekommen. Ist egal. Besser so als gar nicht zurückkommen. Hui. Auto wieder eine Klapperkiste sondergleichen. Welcome back. Dankeschön. Motorausgang rein. Now we know where the well is. But you're the first to step foot in the deep zone in over 15 years. And I need more time to understand Alan's suppression method. So why don't you stretch your legs and chart the deep zone while you're at it? We'll need to map a way to the well as it is. Du hattest doch genug Zeit die letzten, weiß ich wie viele Jahre das waren. So, das muss erst wieder aufladen, genau wie mein Auto und genau wie mein Sohn befinden. Ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.